Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria mit Dino Kart, Krabs und Liquiduk. Hallo. Hallo. Es ist schon wieder Nacht, oder? Oder ja, aber wir müssen ja jetzt eh nach unten. Also es ist nicht Nacht, es ist noch Tag. Oh ja, Gott, aber es regnet ich halt nicht aus wie Tag. Genau. Da kommt aber so ein Regenglibber. Oh. Der sieht so aus wie ich. Oh. Regenschirm, ey. Den mach ich fertig. Ja, der Fall ist langsam. Von beiden Seiten. Ich will den okay. haben. Krieg ich den? Gar nicht? Ach, der ist nur Deko, oder? Ja, ich glaube schon. Ich wollte Regenschirm. Okay, komm, wir bauen uns dann weiter in die Höhle unten rein. Ich brauche erstmal Grundlegendes, weil ich mich ja neu machen musste. Hält meine Picke ewig? Ja. Ja. Ich pack mal hier so. So, ich habe jetzt den Typen angewiesen, dass der hier oben wohnt. Das ist gut. Warte. Soll auch dahin. Kommt der jetzt da rein oder was? Weiß ich nicht, hoffe ich, dass er unterwegs ist. Weiß ich, also ist losgelaufen, ich habe ihn loslaufen sehen. Wie hast du das gemacht, dass er dahin soll? Wenn du Escape drückst, ja. Dann ist auf der rechten Seite ja. Das mittlere ist Housing. Oben. Ja. Das Zeichen. Da drückst du mal drauf. Ja. Und jetzt siehst du auch den Banner von ihm. Ja, Trent the Guide. Trent the Guide. Und du mit dem Fragezeichen kannst du auf irgendeinen Raum klicken und dann sagt dir, diese Behausung ist geeignet. Diese Behausung ist bereits belegt. Ah ja, dann wird er jetzt bestimmt kommen. Ja, das hoffe ich. Deswegen, ich laufe noch mal kurz rüben. Und jetzt haben wir hier ja Kisten dran und so weiter. Die Kisten kannst du benutzen. Also sind die für... Was macht er? Er benutzt keine Kisten. Er macht gar nichts. Er ist einfach nur da. Der Guide ist dafür da, à la Tutorial, dir das zu erklären. Wie das funktioniert und später kommen noch Händler, bei denen kannst du Sachen kaufen zum Beispiel. Okay. Fisch. Ah. Da kommt der Guide, ja. Wir brauchen jetzt gerade mal ein bisschen Holz. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Versuch Holz zu holen, ich werde von einem Umbrella-Blob angegangen. Stirb! Jesus. Shigo ist voll drin. Total. Komm schon, du blöder. Ach nee, der kommt rein, wenn er möchte. Oder ist ihm das so zu tief? Papier ist noch. Paper. Ist ja noch eitel, das Männchen. Unfassbar. Okay, neue Bäume. Ich hatte gelesen, erstmal irgendwie keine rosanen Bäume zu fällen, ja? Also sollten wir mal zufällig jetzt einen sehen. Hey, warum nicht? Keine Ahnung, ist vielleicht noch ein Bug oder so. Stützt keine vielleicht Ahnung. Das Server ab. Ja, ich habe nur gesehen, keine rosanen Bäume fällen. Okay, keine rosa Bäume fällen. So, der Guide ist da und seit dem neuesten Patch sind die sogar bewaffnet. Die wehren also, sich. Wenn jemand die angreift, dann wehren die sich auch. Vorher sind die einfach gestorben. Trottel. Trottel. Guck mal, der Liquid hat hier alle schon gebaut. Alchemie-Stand und all so ein Blödsinn. Ich hab dann eine leere Flasche, die in der Kiste war, auf den Tisch gestellt. Das klingt alles immer so hochprofessionell, wenn du das sagst. Warte mal, ach nee, das ist nur eine leere Flasche? Ich weiß nicht, ob das die richtige ja, Frage das ist halt eine leere Flasche. Mann, ey, dieser Duck. Hat doch gar nichts getan. Die höchsten Künste des Trankbrauens. Es ist eine Flasche auf dem Tisch. Und zwar habe ich jetzt ein Star in a Bottle habe ich gebaut. Genie in a Bottle. Der läuft ja gar nicht. Der, hast du nicht angewiesen, dass er da oben wohnen soll? Oder wohnt er jetzt ja, hier das unten? Ist egal. Die teilen sich das alle. Eine riesig große WG. Er ist rausgegangen. Ja, der geht schon ab und zu spazieren. Hier, pass auf, ich nehme das aber hier hin. Star in a Bottle. Licht. Rüstung hat der da auch schon. Was wolltest du mit dem Holz? Ich hab noch ein bisschen was. Ja, ich hab schon. Okay. War das? Achso. Voll das schlechte Wetter hier. Ja. Voll Deutschland und so, weißt du? So. Hier, ich hab da ein Schild dran gehangen, damit wir wissen, welche NPCs wir schon haben. Also cool. NPC-Trend steht auf dem Schild, wenn du mit der Maus drüber gehst. Hier platzen Modetrend. Noch ein Tisch. Und hier den Stufen. Und jetzt. Kann man hier auch was bauen an dem Amboss? Muss dann auch so ein Hammer wieder kommen? Ja. Aha, Iron Fence, Eisenkette. Can be climbed. Kannst du auch on. Die aha. Erze, die du beispielsweise gekriegt hast, kannst du da umwandeln? Wieder schon Ofen gebaut.
Ja, ich hab den Stein Ziegelwerkbank. Okay, da könnte ich jetzt eine Minecart Trackman und eine Eisenkette. Eisenkette finde ich ganz interessant, aber kann man bestimmt. Du hast schon Eisen? Wo ist das denn her? Ich hab einen Eisenbarren. Der Tisch ist kacke. Wenn du hier runter gehst, stehst du nämlich erst auf den Tisch. Ja, kannst halt, musst halt einfach nach unten drücken. Nochmal. Wozu ist der Tisch da? Was, warum haben wir den? Das weist die an, dass das Wohn da ist für die. Okay, okay. Ja. Wir haben hier, da wir jetzt zwei haben, oben und unten, das heißt, es könnte sogar noch ein zweiter einziehen. Yeah. Ein Händler. Sehr gut. Moment. Star in a Bottle, increase Mana Regeneration. Was heißt das? Ich will das nicht machen. Ach, der hängt hier von der Decke. Ja, genau, richtig. Das ist der. Und solange der da ist, haben wir halt Mana Regeneration. Genau. Kann jemand? Genau, richtig. Können wir ein Lagerfeuer schon bauen? Irgendwer? Lass mich mal gucken. Muss ich dafür noch ein paar Tiers haben? Fackeln. Genau. Ah ja, kann ich machen. Das Lagerfeuer baue ich, wo soll ich das hinbauen am besten? Mein Gott, was? Nein, wo der Typ wir ist. Können ja unser Haus auf jeden Fall neu erweitern. Auch, dass jeder vielleicht dann nicht seine eigene Etage, wir müssten rechts noch ein Fundament legen, am nächsten Tag, da wo das Wasser gerade ist, dass wir dann noch ein Haus bauen, dass da irgendwie jeder kurz eine Etage bekommt, wo man dann seine eigenen Kisten hat. Ja, genau. Ich habe jetzt ein Lagerfeuer gebaut. Das Lagerfeuer ist, im kompletten Haus hast du die erhöhte, also hast du im Allgemeinen Lebensregeneration. Gibt es so viel sonst nicht. Sei denn man hat eins. Fackeln kann ich dir unterwegs bauen, zufällig? Ja, kannst du. Genauso wie die, wie heißen denn die kleinen Dinger? Zum Hochspringen kannst du auch unterwegs bauen. Was brauche ich denn für Fackeln? Holz und Glibber von uns Slime. Okay. Glibber. Habe ich schon Kisten angelegt, wo ich direkt die Erze und Waren und so. Oh, schnell weg hier! Ja, weil das Geile ist mit den Schildern, ist, dass du die halt. Oh nein! Wie setze ich eine Fackel? Kann ich die nur auf den Boden setzen? Weil manche setzen die immer auf. Setzen mit rechts. Wie? Nee. Rechtsklick müsste das, glaube ich. Nö. Echt nicht? Ne, macht er bei mir nicht. Vielleicht bist du zu tief. Hm. Musst du direkt auf den Boden oder an die Wand oder sowas setzen. Fliegende Fische. Ja, die Karte. Eugene ist eingetroffen. Ist das ein NPC? Das ist ein NPC, ja. Genau. Oh ja. Und der zieht jetzt hier ein und bei dem können wir dann Sachen handeln. Ja, yeah, wir haben also zwei NPCs jetzt schon. Genau. Cool. Aha. Hm. Ofen. Haben wir jetzt einen Ofen? Ne? Aha. Komm mal zu dir runter, Dallo. Jo, ich habe hier gerade Eisen schon abgebaut. Oh, hier, oh, du hast eine Kiste gefunden. Was, ein Holzschwert ist besser als ein Kupferschwert? Wollen die mich verarschen? Was hast du gefunden? Nein, ein Holzschwert nein, ist Entschuldigung. Besser als ein... Achso. Ich meinte Liquid, weil der eine Kiste gefunden hat. Nochmal eine Schnürsenkelkappe. Herbback, right click to open. Machen wir mal. Kräutertasche. Pflanzen, Feuerblüte, Wasserplatzsaat und Feuerblütensaat. Irgendwelche Pflanzen... Interessant. Aber die NPCs sind halt neuest ein bisschen dumm geworden, kann das sein? Was hast du vor? Ich muss hier was Wichtiges bauen, damit er hier auch hochkommt zu uns, der Vogel. Oh Mann. Leute, ich habe einen Minenschacht gefunden. Echt? Wie ja, entfernt? Weil hier Minen, Schienen liegen. Oh, okay. Nice. Ist ja wie Minecraft. Ist aber neu, ne? So, der wohnt hier und ich guck mal eben. Ich baue die Schienen einfach ab, die können wir ja selber irgendwie gebrauchen bestimmt. Ja klar, warum nicht? Hat Liquid, hast du vielleicht schon Gold? Gold hab ich noch nicht gefunden, ne. Aber hier ist Eisen bei David. Wie, ob du schon ein Gold hast? Nee, ich mal Geld, Währung, Münzen. Nee, 63 Silber. Oh, Sandschleim. Money. Weil wir können uns dann nämlich ein Sparschwein kaufen. Sparschwein. Ja. Kann dir ja sein Geld reintun, da kommst du immer wieder dran und verlierst du was nicht, wenn du stirbst. Achso, das ist gut, ja. Und dann gehst du mal an dein Sparschwein und pilgerst das und dann kannst du handeln gehen. Oh Mann. Ey. Wow, ich bin auf Minecart! Liquid! Wie geil, ich seh's gerade. Oh, wow, ich kann voll teil. Oh shit, ich bin ganz unten in so eine Mine reingefahren. Oh mein Gott, jetzt. Wo bin ich? Oh mein Gott, ich bin weg! Oh, hier ist Ende. Endstation.
So, da ist raus. Endstation gut. Ja, hallo, dicker Käfer. Du kannst bis zum Ende durchfahren, da ist Kupfer. Eisenerz, ja. Fahr bis zum Ende durch. Das klingt nicht. Wie kann so gut. Ich von der Minecart absteigen? Weiß nicht, ich bin zum Ende gefahren. Versuch mal rechts im Haus. Oh, das ist Minecart. Wie kommt man. Wie bekommt man. Einfach rechts auf die Schiene drücken. Ja, da, ich kann da nicht raus. Eben ging's. Ah, so, okay. Du warst schon so tief, dass du das hier nicht mehr setzen kannst. Okay. Die Sachen. Es gibt noch eine zweite Strecke nach rechts, ne? Ich bin nach rechts gefahren. Achso, Liquid ist nach links gefahren. Ins links Wasser geht ins Wasser, ja, eben. Ich bin nach rechts. Ich komm echt nicht raus. Mein Gott, komm schon. Okay, ich weiß wie. Wie? Du musst oben links unter deinem Schwert hast du ein Minecart-Symbol. Da musst du Rest drauf machen. Juhu! Wurm! Das ist ganz schön schnell. Hab ich Fackeln gemacht? Achtung, hier kommt ein Wurm! Hilf mir! Tschüss! fahr wieder! Fahr! Nimm eine Fackel in die Hand! Wuhu! Was war denn hier? Alter, ihr geht voll ab. Wo ist das Minecart-Symbol? Oben links das Minecart-Symbol, rechtsklick. Ah. Wie geil, ey, wie geil das ist. Da kannst du sein, da kannst du Schaden irgendwo bekommst, oder? Wie bitte? Wenn du rechts, wenn du links fährst, oder? Nee. Ja, du kannst halt absteigen, hier geht's hin. Gut weiter. Ah, okay. Das, der Glibber. Und das ist alles glitzert. Ins Glitzern ist es gut, ne? Genau. Hey, das mit dem Minecart ist ja saugeil, ey. Das ist auch neu, so. Das, ich kann, wir haben jetzt schon, wenn wir die Strecken abbauen, können wir die benutzen, um halt irgendwo hinzufahren. Wir können eine Strecke zum Spawn bauen. Dass Leute die spawnen. Wenn wir ein Bett haben, können wir auch direkt. Ja, aber wir können allgemein Strecken bauen, um schneller von irgendwo hinzukommen, weil du brauchst ja keinen Minecart, weil das hast du ja einfach. Ja, richtig. Das heißt, du brauchst nur die Strecke. Komm her, du gelber Glibber, du hast keine Chance. Batz! In your face! Guck mal ein bisschen, was gibt's denn hier? Was auf die geht? Ist was? Wenn ihr nach ganz rechts fahrt, da ist ein Wurm am Ende. Eine Wormhole Potion habe ich. Eine Wurmlock Potion. Okay. Teleportiert dich zu einem Party-Member. Cool. Cool. Geil. Kommst du mal schnell nach Hause, wa? Da gibt's ja. Ich hab auch Recall-Potions, also ich kann mich sowieso nach Hause teleportieren, wenn wir im Bett haben. Ja. Den hab ich auch oben schon reingepackt. Silbererz. Ja, das ist aber gut, dass du mit dem, dass du entkommen bist auf dem Minecart, weil das zu schnell ist. Wenn du zu Fuß versuchst, läuft von ihm wegzurennen, läuft er dir bis nach Hause nach. Wohin baust du dich da, Liquid? Ach, du hast Glowsticks. Richtig? Ja. So. Jetzt geht's los. Auf der Totensmannskiste. Hier will ich anhalten, bitte. Das ist so. Die Minecarts sind echt nice. Oh, ich hab mega praktisch. Ja, vor allem bist du mit dem voll schnell unterwegs. Mhm. Boah, ich. Wofür braucht man Silber? Für Silbersachen. Über Waffen und. Achso, okay. Ich hab Seile. Waffen aus Silber? Das macht keinen Sinn. Ich hab Amethysten. Ist Amethyst gut? Amethyst ist so ein Edelstein. Edelstein ist gut. Alles, was glitzert, ist gut. Amethysten und Rubine habe ich hier ganz viele. Ja. Die kann man zum Beispiel benutzen. Okay, da braucht man aber noch viel mehr für, ich weiß nicht genau, was man sonst braucht. Um sich zum Beispiel ein Laserschwert zu bauen. Laserschwert! Ein Laserschwert! Denn Rubin ist auf jeden Fall rot, das weiß ich. Dann hätten wir jetzt ein rotes Laserschwert. Spinnennetze, die nehme ich mal mit. Jeepers Creepers! Haha, ich habe einen Erfolg, Jeepers Creepers bekommen. Oh. Wow, bin ich hier in eine Spinnhöhle? Das gefällt mir gar nicht. Kann man auch Sandblasen? Hier links ist mega die leuchtende Höhle. Noch ein Tipp, kann man wenn ihr Fackeln im Inventar habt, aber gerade keine in der Hand, ne? Shift drücken. Ja. Genau, Shift drücken, dann habt ihr Und unter Wasser wählt ihr dann noch automatisch die Glowsticks aus, weil eine Fackel da ja keine macht. Geilomatico.
Boah, nochmal eine Eisenader, das ist sehr geil. Überall diese Glowsticks halten, die Glowsticks für immer. Da wenn du sie nicht anbringst, ja. Die kannst du so wegwerfen und sowas auch. Ja, aber die leuchten dann so lange, wie so. Sag mal, du verlierst Leben, oder? Ja, ich hab kurz vergessen, Luft zu holen. Aber du verlierst schon wieder Leben, oder nicht? Nee. Wie ernst ist der Sauerstoff? Du hast eine Leuchtehöhle gefunden. Oh, das wollte ich nicht. Direkt hier bei mir. Baraltrank, yay! Ich pack mir mal meine Recoil Potions. Wasser hier abfließen, ey. Ich pack mir mal meine Recoil Potions auf den Shortcut. Ich bin hier in der Spinnhöhle nicht so. Shuriken. Ja, ich lass das abfließen. Hier ist eine. Ich hab hier ein Dingens gefunden. Ein Dungeon? Das ist ein Dungeon? Ne, ist kein Dungeon. Ich hab was Geiles gefunden, glaube ich, Leute. Also, ja, ein riesiges Herz! Das kannst du einsetzen. Oh, das Herz, dann hast du mehr Leben. Dann hast du 120 Leben, oder? Ich hab es! Ich hab's eingesammelt. Konsumier das, leg jetzt oben drauf, drück Rechtsklick, bekommst du ein Herz her. Wir haben jetzt 5, dann hast du eins mehr. Genau. Wow. Hast du 120 Leben jetzt. Cool. Geht bis 200 oder so? Ne, bis 400. Ich glaube schon. Bis 200 Mana. Ich brauch neue Fackeln. Yeah! Macht schon. Neue macht Fackeln. Schon mal wieder Spaß. Ich freu mich auch, wenn die anderen mal da sind. Und da mal schauen, was wir so bauen. Ja. Also, oder was die anderen bauen, weil Grant zum Beispiel kennt sie ja schon sehr aus mit Terraria. Yeah! Ah, du dicke Spinne! Shuriken, was ist meine Shuriken? Spinnen! Shuriken, Junge! Hier, ich bin echt ein Ninja, Alter. Alter, hier die Spinne fiel aus. Ich glaube, ich habe nicht genug Shuriken. Ich sammle die alle wieder ein, Alter. Ja, ich bin das Spider. Oh, Kacke. Die sind fast tot. Ich habe noch ein Blasrohr. Okay, die Spinne habe ich besiegt. Ich bin echt. Ich weiß nicht, ob wir die Höhle jetzt schon besuchen sollten. So? Naja, weil da auch Fischer sind. Blauer Schleim. Kann uns nix. Ja, Diamanten, glaube ich. Das, was du jetzt siehst. Amboss. Also das ist zumindest eine Diamantenfarbe. Ich versuch's mal. Ich guck erstmal. Diamanten! Das ist gut, oder? Diamanten sind gut. Diamanten sind gut. Yay. Viele Diamanten. Boah, voll viele Diamanten. Hier ist ein altes verlassenes Haus mitten in der Mine. Und vor der Tür ist Wasser. Kann ich Wasser reinlassen? Ja, kann ich! Oh mein Gott! Ja, Wasser fließt sogar jetzt geiler ab. Ja. Ich gehe weiter nach unten. Ich werde weiter spinnen. Oh, da ist schon wieder eine Spinne. Holt die Shuriken raus! Geh mal gucken, was da ist. Shuriken! Shuriken! Okay. Wir müssen Shuriken bewerfen, definitiv. Ja, und danach, wenn ich keine Shuriken mehr habe, hole ich immer das Blasrohr. Ach, tatsächlich? Du hast ein Haus gefunden. Ist ja geil. Aha. Das hab ich schon abgebaut. Da war eine Kiste drin und ein Amboss. Und, echt? Unter der Erde? Ja. Ja, das sind gute Loot-Material. Was war da? Ich hab ne Flare-Gun gekriegt und Flare-Munition. Heiltragend, Recoil-Potion. Oh, Alter, Flare-Gun ist aber schon ein bisschen Endcontent-mäßig, ne? Echt? Ja. Wo ist das Ding denn? Wo ist sie? Häschen-Statue? Okay, cool. Flare-Gun, 2 Schäden. Weiß ich sehr schnell. Kein Rückstoß. Aha. Gut zu wissen. Oh, so. Ich hab mehr Loot gefunden. Ich glaube, ich habe den Spinnen-Bossraum gefunden, sag ich einfach mal. Oh. Also wenn man das so nennen kann, darf, soll. Ist auf jeden Fall jetzt ein riesiger Raum. Okay, nice. Also ist einfach ein Hohlraum. Also es war vorher eine Höhle gewesen. Hm? Und da ich unten. Ich will nicht sterben! Ist ja drinne! Ey, ich bin tot! Oh nein! Krabs wurde auf die Hälfte gekürzt und da ist ein neuer NPC, aber wir haben nicht genug Haus. Nicht genug Haus. Soll ich noch Haus bauen? Bau noch Haus! Oh, zum Glück ist es hell drin. Was ist das für ein NPC? Wie sieht der aus? Oder was kann der so? Igor, da unten ist nämlich noch ein Herz, ne? Wollte ich nur mal sagen. Oh, da wo du gerade gestorben bist? Ja. Leute, in meiner Spinnhöhle ist unten jemand anscheinend eingesperrt. Also da ist ein Mensch in dem Netz. Meinst du, soll den befreien?
Immer gut eigentlich, oder? Es gibt Gute und Böse. Es kann auch sein, dass es auch ein Händler ist, den man nicht anlocken kann, sondern den man finden muss. Oh, da ist ein Herz. Gibt es manche Sachen, die ich nicht abbauen kann, weil ich hau hier gerade schon sehr lange auf einen Stein rum, es passiert nichts. Ja, gibt es. Weiß ich gar nicht. Ja, gibt es. Das ist so ein blauer Diamant oder so. Oh. Also, ja, möglich. Okay, dann behalte ich den in meinem Auge hier. Da! Der macht mich fertig! Oh, scheiße. Nein! Gegen was habt ihr da gekämpft? Gegen fetten Mutterschleim war das. Schleimmami, oh mein Gott. Das ist, der ist ein bisschen größer und macht mehr Schaden. Mhm. Und wenn du den tötest, kommen nochmal 3 neue. Und der ist schnell. Nein, der NPC wird gerade umgebracht. Ich muss ihn retten. Ich rette den. Ich rette ihn nicht, ich kann ihn nicht retten. Rette die Cheerleaderin, rette die Welt. Pitz! Das sind Krabben, die sie umbringen wollten. Ich habe gehört, dass Pilze gut sind, deswegen haben wir einfach mal einen Pilz. Ja. Hallo. Thank you. Na? I can finally do my hair. Was? Hau ab, Krabbe! So. Nein, die Krabben des Todes kommen! Ich rette dich! Geschäft schließen, Herster. Ich kann meine Frisur ändern. Das ist ein Friseur. Ah, ja, yeah, sie haben hier einen Friseur gerettet in der Spinnhöhle. Bring den 50 Mecke. Meter unter der Erde. Kochtopf. Brauchen wir einen Kochtopf? Weiß ich nicht. Ich baue jetzt einen Kochtopf. So, also, habt ihr davon. Und es verkauft. Oh, ich könnte die ganze. Heavy Work. Für 5 Gold kann ich all unsere Haarfarben ändern. Vom ganzen Team, Leute. Was? Nein. Mach mal was. So, heute Einheitsschnitt, Alter. Das hier ist jetzt eine, das ist eine Militärdiktatur. Herster. Hier ist ein NPC, der stirbt gleich. Stimmt, das ist ein NPC, mit dem ich meine Frise ändern kann, ey. Guck ich baue mal jetzt mal eine Heavy Workbench, ja? Gut. Eine was für eine? Heavy Workbench. Okay. Ich gucke jetzt mal nach einer neuen Frise, ja. Cookies. Riesengroß und sieht sehr heavy aus. Kann man Typen da draußen helfen. Ah, hier kann man Statuen bauen. Cool. 5 Gold. Woran sehe ich eigentlich, wie viel Geld ich habe? Ist 5 Gold viel? Escape. In deinem Inventar. Escape und dann? 5 Silber. Siehst du, das in deiner. Siehst du. 5 Gold. Rechts neben den ganzen Items siehst du Münzen. Nee, jetzt der Abzocker. Die bringe ich einfach um. Dann nehme ich das umsonst mit. Oh, Alter, der ist gleich tot, der Typ. Ich hoffe, der kommt nochmal wieder. Ich töte die jetzt einfach. Kann ich nicht. Schade. Moment. Ich lasse dich jetzt hier, Mr. NPC. Ist er tot? Nee, ihr gleich. Nee. Jetzt ist er tot. Oh, verdammt. Oh, was war mit ihm? Das war ein NPC, der hier draußen vor unserer Wohnung stand und gekillt wurde. Jetzt gehen die Monster weg. Ich hole seinen Loot. Mr. Unser, Loot! Das kannst du killen, das Vieh. Das ist so gut wie tot, theoretisch. Ja, ich habe auch ein hartes Schwert. Ups. Oder auch nicht. Ah! Du haust auch in die falsche Richtung, Chigo. Na toll. Da flog mein Kopf. Klingt auch so brutal, ne? Ja. Ego ließ sich die Arme wegreißen. Der will mich, glaube ich. Deswegen glaub ich bin vergiftet. Was kann ich dagegen tun? Ich weiß es nicht. Einfach. Ich weiß es. Wie lange bin ich vergiftet? Steht das irgendwo? Keine Ahnung. Ey, das war eine Giftfalle hier irgendwo. Alter, ich kann hier unten keinen Meter mehr weit gucken. War's nicht gut. Komm schon! Ich mach immer die Tür zu, wie ihr da drin seid. Geh down! Wir haben noch kein Bett oder so, ne? Oh Gott. Nee, aber du hast Silk gesammelt, oder? Ich habe eigentlich alles hier unten. Ja, Silk, ich glaube, wir brauchen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall eine Menge Silk und. Die man auch Spinnenweben bekommt. Ah, okay. Und Spinnenweben habe ich 1 Million. Ja, das ist gut. Und Holz, genügend Holz. Daraus können wir ein Bett bauen und dann kann jeder seinen Spawnpunkt da setzen. Genau, muss einfach dann richtig am Bett machen und. Jawohl, ich hab noch ein Herz gefunden. Nice. Ja, aus Spinnennetzen macht man das. Ach. Ich weiß aber leider nicht wo. Das ist das Ding. Ja, ich hab die Pfeilfalle. Ich hab die jetzt. Ja, das sind, gibt's eine Falle. Da gibt's noch eine Druckplatte. Muss man genau auf den Boden achten. Da steht irgendwie so ein kleiner Knopf ab. Das erkennt man, wenn man. Dann müsste der Knopf ja hier sein. Ich komm mal wieder zurück. Ich teleportiere mich jetzt einfach hoch. Jo. Aha, aha. Oh, ist Tag. Oh, ist das schön hier oben. So hell. Oh, der Part ist schon wieder Überlänge. Shigo, oh, du musst was machen. Dann würde ich sagen, schaut bei den anderen vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Tschüss.